Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, der Hintergrund verrät es, es wird heute weihnachtlich und ja, ihr habt natürlich heute schon ein Video mit diesem Hintergrund gesehen, denn ab heute ist ja auch mein Highlights Adventskalender aktiv und ich freue mich mega, meine Buchhighlights des Jahres mit euch zu teilen. Doch heute soll es um ja, weihnachtliche Lektüre gehen, die ich mir so ein bisschen für diese Weihnachts-Winterzeit vorgenommen habe. Ich habe 5 Bücher herausgesucht, davon möchte ich 1 rereaden. 3 habe ich auf meinem Stapel ungelesener Bücher, die sind sozusagen schon eingezogen. Und ein Buch habe ich auf der Wunschliste und da werde ich einfach mal sehen, wie ich so zum Lesen der Bücher komme und ob dann das Buch eben noch bei mir einzieht, je nachdem, ob ich wirklich so pro Woche ein Weihnachtsbuch lese oder ob ich vielleicht sogar zu mehr als einem Buch komme. Weil die Weihnachts-Adventszeit ist natürlich ein bisschen kürzer als zum Beispiel eine Jahreszeit. Denn winterliche Bücher kann man natürlich auch noch im Januar und durchaus im Februar lesen. Und da habe ich auch so 2, 3 da, die eben eher winterliches, schneeiges Setting haben und das passt dann natürlich besser. Aber quatschen wir gar nicht lange rum. Wir starten mit dem Buch, was für mich dieses Jahr ein Reread werden soll und darauf freue ich mich besonders. Und zwar ist das das Weihnachtsbuch der lieben Jackie Felgu, Die schönste Zeit des Jahres, was auch ein wirklich wunderschön gestaltetes Cover hat. Und ich habe von ihr auch eine Signierung drin und auch ein Lesezeichen. Und ich habe das Buch damals unglaublich geliebt, denn es gibt da drin auch einen Fred und einen George. Angelehnt an die Weasley-Zwillinge. Ich verrate aber nicht, welche Rolle sie hier drin spielen. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass das ja meine Lieblingscharaktere unter anderem aus dem Potter-Universum sind. Und umso mehr, habe ich mich gefreut, umso happier war ich, als die beiden hier drin auftauchten. Ja, ich glaube, das Buch ist von 2017, wenn ich mich jetzt nicht täusche, steht hier sogar 2016 drin. Ja, es ist tatsächlich schon so alt, oh mein Gott. Ja, aber ich habe es in wunderbarer, wohliger Erinnerung. Es geht um die schönste Zeit des Jahres, es geht um die Weihnachtszeit und wir sind im verschneiten Vermont und erwarten hier eine romantisch-weihnachtliche Geschichte. Denn Zoe hat so ein bisschen dem Fest der Liebe abgeschworen und sie kommt schon lange nicht mehr so richtig in Weihnachtsstimmung. Sie hat eine komplizierte Vergangenheit, die sie auch so ein bisschen in der Heimat jetzt, mit der sie die verbindet. Und dann trifft sie aber auf Danny, der ihr eben den Glauben an Weihnachten zurückgeben möchte. Und das ist wirklich eine wunderbare vorweihnachtliche Geschichte, die wirklich auch mein Herz erwärmt hat. Und umso mehr freue ich mich drauf, das nochmal zu entdecken. Ja, mit knapp 200 Seiten, denke ich, ist das auf jeden Fall machbar, um das so an einem Adventssonntag einzusaugen und sich eine wunderbare Zeit zu machen. Bei den nächsten Büchern handelt es sich jetzt um die Bücher, die bei mir schon eingezogen sind. Es sind 3 Stück an der Zahl. 2 davon sind Rezensionsexemplare. 1 habe ich mir selbst gekauft. Ihr findet die Bücher natürlich auch unten in der Infobox und dort kennzeichne ich auch, ob es sich dann um ein Rezensionsexemplar handelt oder nicht. Schaut da also gerne mal mit vorbei. Ja, das erste Buch ist dann Wintermeer und Dünenzauber von Tanja Jens. Hier bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich natürlich das Cover richtig schön fand und ich mag ja diese Art Wohlfühlromane, die durchaus auch auf deutschen Inseln spielt und wir sind hier im nordfriesischen Winter und bekommen eben Dünenzauber präsentiert. Der Klappentext lautet, wenn Jana am Nordseestrand steht und tief durchatmet, weiß sie, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Hier in St. Peter-Ording ist sie zu Hause, hier gehört sie hin. Alles andere lässt Jana hinter sich und freut sich darauf, hier einen Geschenkeladen zu eröffnen. Direkt gegenüber von Eik Truls Buchhandlung. Als der Buchhändler auffallend oft herüberkommt, beginnt Jana schon fast von gemeinsamen Abenden am Kamin zu träumen. Doch Eik hatte ein Geheimnis und ein ungewöhnliches Anliegen. Jana soll ihm helfen, den Zauber des Meeres einzufangen. Und das klingt für mich als ja, Meeresliebhaberin natürlich nach einer wunderbaren Geschichte. Wir haben winterliches Setting, wir sind ja hier in St. Peter-Ording und wir haben ja eine Buchhandlung, wir haben einen Geschenkeladen und hier möchte jemand das Meer einfangen. Einfach nur großartig, darauf freue ich mich besonders. Das nächste Buch ist von einer Autorin, von der ich schon einiges gelesen habe, und zwar Beschwipste Früchtchen und andere Weihnachtskatastrophen von Franziska Erhardt. Es ist eine Geschichte, die lose in die Notting Hill-Reihe gehört. Es kann absolut unabhängig voneinander gelesen werden. Ich glaube, ich habe alle 3 Bände der Notting Hill-Reihe gelesen. Da haben wir eine Buchhandlung, wir hatten irgendwas mit Blumen
und wir hatten irgendwas mit Törtchen, glaube ich, die Konditorei. Und alle hängen irgendwie schon zusammen. Man trifft natürlich die Charaktere aus den anderen Geschichten, aber es ist wirklich nur eine lose Verbundenheit und man muss das nicht aufbauend hintereinander lesen. Deswegen kann man auch diese Weihnachtsgeschichte vermutlich lose lesen. Ich freue mich darauf, das zusammen auch mit einer lieben Freundin zu lesen. Grüße gehen in die Schweiz und ich bin mega gespannt, was uns Franziska Erhardt hier wieder beschenkt, denn ich mag ihre Geschichten super, super gerne, weil die sehr realistisch sind, sehr echt sind und ich einfach das Gefühl habe, das kann uns jedem genauso mehr oder weniger passieren und auch die Charaktere durchaus sehr, ich sage jetzt mal, vernünftig sind, aber doch noch eine gewisse Craziness haben, eine Verrücktheit haben, die natürlich dann die Geschichten auch zu etwas Besonderem machen. Und wir treffen hier auf Kara, die sich nicht das so vorgestellt hat, als sie beschloss, den selbstgefälligen Alfie mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und auf seine durchschaubaren Flirtversuche einzugehen. Denn laut Plan sollte weder dieser Kerl so hartnäckig sein, noch sie selbst plötzlich so viel Gefallen daran finden. Auch Nathan hatte sich nicht vorgestellt, dass es jemand schaffen würde, seinen sorgsam gehüteten Panzer zu durchbrechen. Doch dann tritt eine Frau in sein Leben, der das herzlich egal ist und die ihm wirklich gefährlich werden könnte. Und je näher Weihnachten rückt, desto verzwickter wird die Lage. So gesehen kann es nur in Katastrophen enden, wenn die Lichter endlich zu funkeln beginnen, außer es geschieht noch ein Wunder. Und ich bin mega gespannt, ich freue mich drauf, diese verzwickten Liebesgeschichten so um die Weihnachtszeit. Das ist natürlich auch die Zeit, wo das so vom Setting richtig wunderbar passt. Und wir sind hier ja in Notting Hill und das ist ja auch durch so manchen Film schon bekannt, wie wunderbar es dort aussieht und man kann sich das eben auch weihnachtlich dann richtig, richtig gut vorstellen und deswegen freue ich mich auch mega auf die Geschichte. Und das dritte Buch auf dem Sub ist dann 24 gute Taten von Jenny Fagerlund. Es heißt so schön, das Fest der Liebe auf schwedische Art und tatsächlich hat mich das auch so ein bisschen angesprochen, mit der schönsten Liebesgeschichte eben zu diesem 24. Dezember und vielleicht ist das sogar ein Buch, was man jeden Tag liest. Ist eher nicht so meins. Ich bin da viel zu ungeduldig. Aber das klang auf jeden Fall schön. Und auch hier sind wir in einer Region, die für mich tatsächlich, glaube ich, im Winter am besten passt. Der schwedische Sommer ist ja eher ein deutscher Winter, Frühling. Nicht unbedingt meine bevorzugte Reiseziele im Sommer, wirklich ganz schön. Ich glaube aber tatsächlich im Winter, vielleicht auch durch die Nordlichter und so. Ja, ich komme hier schon in Schwärmen, ohne das Buch gelesen zu haben. Auch hier der Klappentext, denn in Stockholm geht es auf Weihnachten zu. Das Fest, das Emma Asplund, Inhaberin eines kleinen Haushaltswaren und Geschenkeladens, mehr als alles andere auf der Welt fürchtet. Bis vor 2 Jahren war ihre Welt noch in Ordnung. Doch dann kam ihr Mann und ihr ungeborener Sohn bei einem Autounfall an Heiligabend ums Leben. Sie vergräbt sich in ihrer Trauer, Freunde und Familie versuchen erfolglos zu ihr durchzudringen. Als Emma aber eines Tages mitten in der dunklen Jahreszeit und zufällig genau am 1. Dezember einen alten Mann im Schneesturm nach Hause bringt, merkt sie, wie gut es ihr tut, anderen zu helfen. Das bringt sie auf eine Idee. Sie entwickelt ihren ganz eigenen Adventskalender. Jeden Tag eine gute Tat. Ein Projekt, durch das sie sich selbst wiederfindet und darüber hinaus auch eine neue Liebe. 24 gute Taten ist ein wunderschöner Liebesroman, der von der ganz besonderen Magie des Weihnachtsfestes erzählt. Ein Fest, das die Menschen zusammenrücken lässt. Und ich finde, das ist gerade besonders in diesem Jahr eine besondere Aufgabe, dass man eben nicht alleine ist, dass man nicht einsam ist, dass man sich um seine Freunde, um seine Familie, um Nachbarn kümmert, dass man doch des Öfteren einfach mal fragt, wie es den Leuten geht und dann auch einfach zuhört. Nicht, um dann selbst darauf zu antworten, was einen gerade beschäftigt, sondern tatsächlich zuzuhören. Und ich glaube, dass dieses Buch uns vielleicht auch einfach den Anstoß gibt, wie wir an diesen 24 wunderbaren Tagen neben dem Adventskalender öffnen, nochmal eine gute Tat vollbringen können. Und auch eine Liebesgeschichte funktionieren bei mir tatsächlich auch am besten in der Vorweihnachtszeit. Da darf es dann auch unglaublich kitschig sein, wenn ich empfänglich für Kitsch bin, dann in der Weihnachtszeit. Und das letzte Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist selbst noch auf meiner Wunschliste, ist noch nicht bei mir eingezogen. Ich gehe aber davon aus, dass es das noch im Dezember tun wird. Und zwar ist das Ein Geschenk von Bob von James Bowen. Bei diesem Buch ist es so, dass es jetzt eigentlich im November schon die Buchverfilmung dazu geben sollte. Es ist ja, glaube ich, in der Buchreihe der 3. Teil und sollte jetzt der 2. Film werden. Und der Start wurde jetzt, glaube ich, auch schon einmal in den Dezember verschoben. Jetzt wissen wir ja aber alle, dass in diesem Jahr das
mit den Kinos nicht ganz so einfach ist. Und ich wurde hier auch angefragt, ähnlich wie bei dem ursprünglichen Buch Bob der Streuner, ob ich nicht Lust hätte, das Buch zu präsentieren, zusammen mit den Kino-Informationen, mit dem Trailer, auch vielleicht Kinokarten zu verlosen. Dazu ist es jetzt leider aber in diesem Jahr dann doch nicht gekommen und ich habe aber die Zusage, dass ich das Buch dann wohl ja erhalten werde. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht schon im Dezember kommt oder dann eben zum nächsten Bücherstart, aber das Buch ja geht um Bob der Streuner und hat mein Herz natürlich direkt wieder so ein bisschen aufleuchten lassen. Und was Katzen angeht, ich glaube, da wisst ihr alle, dass da mein Herz schlägt. Sowieso für Tiere, ich glaube, das schlägt sich auch durchaus in der ein oder anderen Lektüre wieder, aber Katzen, ja, da springt es vielleicht noch eine Spur höher als beim Rest in der Tierwelt. Wir haben den Winter 2010, es ist ungewöhnlich hart in England, im Dezember gibt es heftige Blizzards, selbst in London liegt Schnee und es ist bitterkalt. Schlechte Voraussetzungen für einen Straßenmusiker, schon bald wird das Geld knapp. Während die Londoner hektisch und spürbar in Feierstimmung durch die vorweihnachtlich erleuchtete Innenstadt hasten, ringt James um seine Einkünfte, um wenigstens Strom und Gas zu bezahlen. Und ganz zu schweigen von Weihnachten, das er eigentlich noch nie mochte. Er ist der Verzweiflung nahe, doch wie so oft wird Bob ihn überraschen. Und diese Kombination Bob und James Bowen gab es ja tatsächlich wirklich. Ich glaube, jetzt im Juni, Juli diesen Jahres ist der echte Bob verstorben. Und wenn man die Bücher kennt, dann weiß man, was für ein Gespann diese beiden waren und wie Bob oder ja die Katze, der Kater, wie das Tier James Bowen tatsächlich gerettet hat. Und ich glaube da ganz fest daran, dass diese Magie tatsächlich einiges in Menschen bewirken und heilen kann, was eben Tiere so ausstrahlen. Und man sagt ja auch so schön, Tiere sind die besseren Menschen und da bin ich absolut davon überzeugt. Und diese Geschichte war eben auch eine besondere Tier-Mensch-Geschichte, die ich ganz besonders toll fand, die ich in den beiden anderen Büchern auch richtig, richtig schön fand. Ich mochte auch den Film, in dem damals ja tatsächlich der echte Bob auch mitgespielt hat und ich finde es auch einfach schön, dass natürlich so auch der Kater ganz viel Aufmerksamkeit bekommt, aber auch James Bowen natürlich ja im Grunde jetzt wahrscheinlich nicht mehr unbedingt Straßenmusiker sein müsste. Und ich, ja, sowas erwärmt mein Herz und daher freue ich mich auch sehr auf dieses Buch. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es im Dezember einzieht, ob es dann zum nächsten Filmstart, wann auch immer der dann angedacht ist, einzieht. Es macht natürlich Sinn, so ein Film ja, auf jeden Fall, ja, da haben wir auch schon die Katze, an Weihnachten ins Kino zu bringen. Und das ist meine Weihnachtswand. Ja, da kann ich auch nichts dafür. So, ja. Alles ruiniert, aber wir lassen den lustigen Moment wahrscheinlich einfach mal drin, wenn Sammy hier durchdreht in dieser Kulisse. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Film, ich freue mich auf das Buch. Und ja, das waren sie jetzt auch schon, die 5 Bücher, zumindest 4 davon, die ich auf jeden Fall geplant habe zu lesen. Und vielleicht habt ihr ja auch Weihnachtsbuchtipps, dann dürfen die jetzt natürlich super gerne mal in die Kommentare. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Vielleicht hat euch jetzt auch eins der Bücher, die ich euch vorgestellt habe, gefallen und ihr sagt, ja, das lese ich auf jeden Fall auch. Dann lasst uns das gerne ein bisschen besprechen, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Die Bücher findet ihr wie immer in der Infobox mit allerhand anderen Dingen. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.